Guten Tag, meine liebe Zuschauer. Heute geht es um den Zeitgeist, um das Sternenmysterium, was auf uns alle einwirkt, auf unser Leben und unsere Zukunft. Mein Name ist Elena Martin und ich freue mich sehr, für euch und mit euch zusammen zu sein. Am 8. April 2024 erleben wir alle totale Sonnenfinsternis und Neumond. Neumond bedeutet immer ein Anfang, Start von einem neuen Zyklus. Ein Neumond zusammen mit Finsternis ist vielfach stärker, zehnfach stärker. Das ist wirklich ein Start für etwas Neues in unserem Leben. Und für unsere Zukunft, das ist richtig schicksalshaft. Und Finsternis aktiviert immer die Themen oder das Thema, wo diese Finsternis stattfindet. Und am 8. April findet die Sonnenfinsternis im Sternzeichen Widder statt. Und Widder, das ist ein erstes Zeichen im Tierkreis, im Zodiac. Und Widder steht für das Ich, für unsere Persönlichkeit. Das sind immer die Themen, die Fragen, die mit uns zu tun haben, mit unserer Freiheit, wahre Freiheit. Das sind immer die Fragen oder die Gedanken, wer bin ich? Für was bin ich fähig? Was kann ich physisch oder psychisch? Ja, das heißt, wo ist meine wahre Kraft? Und dieses Thema ist jetzt nicht neu am 8. April. Dieses Thema, was kann ich? Was bin oder wer bin ich? Dieses Thema wurde aktiviert am 20. April 2023, das heißt vor circa einem Jahr, mit der ersten Finsternis zu diesem Schwerpunkt. Und jetzt sind wir auf dem Höhepunkt, was dieses Thema angeht, was unsere Persönlichkeit angeht. Und das Thema bekommt den Abschluss mit der Finsternis am 29. März 2025. Die karmische Achse bei jeder Finsternis wird eine karmische Mondknotenachse aktiviert. Und wir haben jetzt die Achse Widder Waage, das ist eine Beziehungsachse. Das ist auch klar, wenn wir an uns denken, für was bin ich fähig? Was kann ich? Für was bin ich in diesem Leben? Das ist klar. Es geht an der ersten Stelle um unsere Einstellung zu uns selbst, unsere wahre Beziehung zu uns selbst und dann, wir zeigen uns, wir äußern uns oder unser Leben hat einen Sinn auch dank der Beziehung mit allen anderen in unserem Leben. Mit unseren Familienangehörigen, Kindern, Partnern, mit unseren Freunden, mit unseren Arbeitskollegen und auch mit unseren Feinden. Ja. Und in dieser Zeit, dieses Thema Ich und meine Beziehung und für was bin ich fähig, alle Beziehungsarten, die auf der Basis der Abhängigkeit oder Unfreiheit gebaut wurden, die werden richtig geschüttelt. Ja, das heißt, wir alle Menschen werden von diesem kosmischen Mysterium durchgeleuchtet und beleuchtet und uns wird gezeigt, das, wo es die Harmonie und die wahre kosmische Ordnung fehlt.
Deswegen die Beziehungen, die wirklich auf eine Abhängigkeit gebaut sind, und diese Abhängigkeit kann unterschiedlich sein. Ja, die kann emotional, psychisch sein, die kann physisch sein, die kann materiell sein, finanziell sein, verschiedene Arten der Unabhängigkeiten oder Spannungen, wo jemand den anderen unterdrückt oder wo jemand den anderen ausnutzt. Diese ganzen Beziehungen, die werden wirklich beleuchtet, und das ganze Trübe wird uns gezeigt, wo etwas nicht korrekt ist, wo etwas nicht stimmig ist mit dem, was wir wünschen, was wir brauchen, was wir gerne hätten. Das heißt, wie alle Menschen jetzt, wir alle befinden uns in einer Zeit, wo unsere Beziehungsfähigkeit, unsere wahre Beziehungen geprüft werden, und von uns wird erwartet hier eine Entscheidung in Richtung uns selbst. Wo können wir in unsere Kraft kommen? Wo können wir unsere Selbstständigkeit und Verantwortung zeigen? Und wo wir wirklich analysieren unser Leben, unsere Beziehungen in unserem Leben, und wo wir bewusst werden, was will ich, was brauche ich, was brauche ich nicht mehr, wo benehme ich fehlerhaft oder falsch oder nicht korrekt. Ja, das heißt, wir kommen in diese Transformation. Und jede Finsternis, die hat Themen vom Sternzeichen, wo die sich stattfindet, und jedes Sternzeichen hat einen Herrscher, einen regierenden Planet. Und Sternzeichen Widder wird regiert von Mars. Mars, das ist ein Symbol für eine Kraft, aber auch für eine Aggressivität. Es ist auch ein Kriegssymbol, und das ist auch Ungeduld. Und diese ganzen Qualitäten werden bei uns Menschen jetzt aktiviert. Bei allen, bei den ganz, wenn man so sagt, ruhigen, bescheidenen Menschen werden die marsianische Energien und Kräfte aktiviert, und auch bei den starken Persönlichkeiten werden die aktiviert. Deswegen in dieser Zeit entstehen, aktivieren sich Spannungen. Es können Konflikte sich verstärken oder auftauchen. Wir werden alle auf diesen Ebenen wiederum geprüft, damit wir mehr verstehen werden, wer wir sind und was wir wirklich brauchen. Und unsere Aufgabe, hier diese goldene Mitte zu finden, nicht noch mehr verstärken diese Aggressivität, und umgekehrt nicht zu stark die unterdrücken, damit wir überhaupt nicht in unsere Kraft reinkommen. Das heißt, es wird unsere Weisheit und unsere Bewusstheit verlangt in dieser Zeit. Am 8. April wird Mars ganz in der Nähe von Saturn sich befinden. Richtige Verbindung von Mars und Saturn wird am 10. April stattfinden. Und man kann hier einfach verstehen, Mars, das ist Kraft. Es ist wie ein Schwert, und Saturn, es ist etwas Stabiles, es ist wie ein Stein, ja, das ist Ordnung, Geduld, Disziplin. Und Mars und Saturn verbinden sich im Zeichen Fische. Fische wird gesteuert oder beherrscht vom Neptun. Neptun ist ein Symbol für den Glauben, für die Ideale, für die Wertschätzungen. Und diese Schwingung, dieser Zeitgeist am 8. April und 10. April, das ist eine Kraft, Kraft in uns Menschen, Kraft auf unserem Planeten, und diese Kraft soll eine Form bekommen. Saturn gibt Form, Struktur, Disziplin.
Und unsere Kraft soll eine Form bekommen. Für uns Menschen, das ist eine folgende Aufgabe. Wir sollen in uns eine Kraft finden, die bei uns die Ängste wegmacht. Das heißt, wir sollen uns von den Ängsten befreien. Wie kann ich mich von den Ängsten befreien, wenn ich in mir eine Kraft entdecke, Mut entdecke, über diese Ängste zu stehen? Das heißt, wir bekommen alle die Möglichkeit, unsere Kraft und Mut eine Form zu geben, um unsere innere Ängste zu besiegen, um sich selbst wiederum die Aufgabe von wieder, um sich selbst zeigen zu können, um sich selbst als Persönlichkeit zeigen, dass wir unser Leben verändern können. Am 29. April Mars wird sich verbinden mit Neptun, auch in den Fischen. Und wir, die jetzt für unsere Kraft Form bekommen haben, bekommen noch die Möglichkeit, Glaube in uns zu stärken. Das ist eine Zeit, wo ganz viel Trübes auf dem Meeresboden, Neptunboden, nach oben gebracht wird. Und was uns Menschen angeht, in die Tiefe von unserer Seele werden ganz, ganz viele Programme aufgewühlt. Unsere Ängste, unsere Abhängigkeiten, unsere Glaubenssätze, unsere krankhafte Archetypen, unsere Fehler und Verluste im Leben. Das heißt, uns werden die Möglichkeiten gegeben, nachzudenken. Was habe ich falsch gemacht? Wo habe ich Fehler gemacht? Was war mein Anteil an diesen Fehler oder an diesen Verlusten oder an diesen falschen Entscheidungen? Oder an den Bekanntschaften mit bestimmten Menschen. Was war mein Anteil? Was soll ich nicht mehr tun? Was soll ich in mir verändern, damit mein Leben in der Zukunft andere Richtung oder andere Ebenen bekommen könnte? Und wie spirituell bin ich überhaupt? Wie geistig bin ich? Was mein Bewusstsein angeht, was meine Liebe angeht, was mein Glauben angeht. Und das ist wichtig für jeden Menschen auf diesem Planeten, weil wir innen so außen, wenn wir in uns diese Klarheit bekommen, wenn wir Entscheidungen treffen, was wir in uns verändern möchten, um eine Persönlichkeit zu verändern oder unsere Persönlichkeit besser zu zeigen oder zeigen zu können, dann wird auch unser Planet Erde sich verändern. Und diese ganze Klärungs- und Reinigungsprozesse geschehen wie bei jedem Menschen jetzt im April auf unserem Planeten, genauso unser ganzer Planet Erde bekommt auch eine Reinigung und eine Befreiung. Deswegen April und Mai auf unserem Planeten in dieser Zeit können Naturereignisse geschehen, die mit viel Wasser verbunden sind oder mit viel Transformationskraft. Noch einmal, am 8. April wird das alles, was Gedanken über die neue Ausrichtung, neue Ziele, neue Perspektiven, neue Möglichkeiten, neue Wege in unserem Leben aktiviert, dass wir alle in diese Richtung Entscheidungen treffen oder Gedanken machen. Am 10. April diese ganze innere Kraft in uns wird mehr und mehr Form bekommen, Struktur bekommen. Dann am 26. April wird das alles noch Glaube bekommen und so richtige Werte. Und dann von 10. bis 25. Juli 2024 verbindet sich Mars mit Uranus und mit dem Stern Algol. Und Algol ist bekannt als ein
Teufelsstern im Sternbild Perseus. Diese ganze Kraft wird Maßstab und Geschwindigkeit bekommen und die weiteren Prüfungen. Aber das ist noch nicht das Ende in diese ganze Transformation, was mit uns Menschen jetzt geschieht und auf unserem Planeten fortgesetzt wird. Im Oktober 2024, wenn Mars rückläufig wird, wir werden alle wieder geprüft an dem, was wir wirklich jetzt im April entschieden und gewählt haben, was wir in uns verändern möchten, was wir starten möchten oder gestartet haben. Wir werden noch einmal geprüft, wie weit das wirklich spirituell und geistig ist. Wie weit ist das im Einklang mit den hellen Lichtkräften in unserem Universum? Wie wertvoll, verantwortlich und selbstbewusst ist das Ganze, was wir vorgenommen haben für unser Leben, für unser Schicksal, für unsere Zukunft? Das heißt, jetzt April ist dieser schicksalshafte Monat für uns alle und dann Mai und dann Sommer und dann Herbst dieses Jahres und der Abschluss ist dann im Frühling 2025, wo wir Menschen wirklich ganz bewusst uns Gedanken machen sollen, was kann ich, was möchte ich verändern, was möchte ich nicht mehr so machen, wie ich früher gemacht habe. Was möchte ich in meinem Leben verabschieden und nie mehr wieder tun? Bestimmte Charaktereigenschaften, bestimmte Handlungen, bestimmte Gedanken, bestimmte Reaktionen und so weiter, ja? Und welche Aufgabe diese Finsternis am 8. April und die Zeit danach, welche Aufgabe stellt diese kosmische Mysterium vor jedem von uns, das möchte ich jetzt auch noch kurz erwähnen. Wieder. Ich habe schon für die Wiedergeborene oder Aszendent wieder ein Video gemacht, wo ich detaillierter die Themen und die Aufgaben für April und auch Mai erzählt habe. Deswegen jetzt kurz noch einmal wieder. Bei euch ist Sonnenfinsternis in eurem ersten Haus, Horoskophaus, und das erste Haus sind immer neue Programme in deinem Leben. Ja, das heißt, die Wiedergeborene sollen bewusst werden, wie zeigst du dich der Welt? Wie zeigst du dich in deinem Leben? Welche Maske ziehst du jeden Tag an, um dich zu zeigen, um deine Arbeit zu machen, um dein Leben zu leben? Und deine Aufgabe jetzt in dieser Sonnenfinsternis, bei diesem Neumond, bei diesem großen neuen Start, deine Aufgabe ist zu verstehen, was ist deine Rolle in deiner sozialen Umgebung? Was sind deine wahren Ziele? Wie möchtest du in Wirklichkeit leben? Was möchtest du wirklich erreichen? Was ist für dich wichtig, für dich als Wiedermensch, nicht die Wünsche und Erwartungen von deinen Eltern oder von deiner Umgebung oder von deinen Familienangehörigen oder sonst von jemandem, sondern was willst du wirklich als Mensch in deinem Leben, von deinem Leben, wie möchtest du leben? Ja, das ist deine Frage in dieser Zeit, auf die du wirklich Antworten treffen sollst, Entscheidungen treffen sollst, vielleicht auch das klar notieren sollst und in diese Richtung beginnen, nach dieser Finsternis zu handeln, zu wirken, dich zu verändern und dich der Welt als Persönlichkeit zu zeigen. Stiere.
Stiergeborene, bei euch ist Sonnenfinsternis in eurem 12. Haus. Für die Stiere habe ich auch ein Video gemacht, wo auch die Haupttendenzen, die Schwerpunkte genannt wurde. Und jetzt in diesem Video kurz zu den Stieraufgaben während dieser Sonnenfinsternis. 12. Haus, das ist Haus der Geheimnisse. Das ist unsere innere Welt. Die Aufgabe für die Stiergeborene, bewusst zu werden, was in deinem Alltag oder wer oder was in deinem Alltag nimmt deine Energie. Für was verlierst du deine Energie? Durch welche Tätigkeiten? Mit welchen Menschen? Durch welche deine Gedanken? Durch welche deine Emotionen? Ja, durch welche Beleidigungen oder durch welche Unsicherheiten oder durch welche Abhängigkeiten? Auf jeden Fall werde bewusst, durch was verlierst du deine Energie im Alltag? Was tust du oder wie emotionierst du oder wie denkst du so, was du nicht mehr haben möchtest? Wo du deine Kraft verlierst, wo du dein Leben verlierst, wo einfach kein Wert hat, so zu leben, das zu machen und auf diese Art zu handeln. Werde dir bewusst, schaffe diese Ordnung. Und 12. Haus sagt dir, beende alles, was deine Energie entzieht. Ob das jetzt falsche Beziehung oder unpassende Tätigkeit, die du immer wieder machst, oder deine Arbeit oder deine bestimmten Gefühle, Emotionen, deine Gedanken, werde bewusst. Und das für das alles, was du nicht mehr brauchst, für was du deine Energie und dein Leben verlierst, mache den Punkt, verabschiede. Das nennt man 12. Haus. Mach Abschluss zu dem, was du nicht mehr brauchst, damit du nach dieser Finsternis, wenn du das geklärt und bewusst geworden bist, wirklich befreit etwas, ein anderes Leben von dir startest. Ja? Wenn wieder soll an sich selbst bewusst werden, Stiergeborene sollen bewusst werden, was sollen die verabschieden, wer oder was, was die Energie wegnimmt. Und wenn das klar wird, können die Stiergeborene die neue Quellen in sich entdecken. Und hier soll man bewusst werden, nicht jemand oder etwas zieht von mir Energie weg, sondern ich verliere die Energie, weil ich vielleicht an falschem Ort wohne, was mir keine Kraft gibt und keine Freude bringt. Oder in der falschen Beziehung, oder ich gehe zu der ungeliebten Arbeit, oder ich mache immer wieder was in meinem Haushalt oder in meinem Haus, in meiner Familie, was ich überhaupt nicht machen will. Ja, oder ich kontaktiere mit irgendwelchen Menschen, wo ich mich danach sehr unwohl fühle. Ja, um das geht es. Alles, was dir nicht passt, Stiergeborene, Punkt machen. Verabschieden, beenden, loslassen, sich bereinigen, ob das jetzt eine Abhängigkeit von dir ist oder eine bestimmte Person, Tätigkeit, Gegenstand etc., Territorium. Ganz wichtig, 12. Haus, das hat nicht nur mit materiellen Dingen was zu tun. 12. Haus, das ist ein spirituelles Haus. Es geht ganz, ganz viel um Spiritualität, um die Geistigkeit. Das heißt, die Stiergeborene, von euch wird es erwartet, vom Universum, vom Kosmos, dass du mehr dich in deine Geistigkeit entwickelst. Dass du bewusster wirst, was deine Spiritualität angeht, weil deine Seele kommt in dieses Leben, nicht nur materielle Dinge zu schaffen und zu machen. Ja? Das heißt, es geht auch ganz, ganz viel um Spiritualität und Geistigkeit. Die Zwillinge, welche Aufgaben
Oder welche Möglichkeiten bietet euch die Sonnenfinsternis? Bei euch, die Finsternis geschieht in eurem 11. Haus und das 11. Haus im Geburtshoroskop, das ist Haus der Freude, des Glücks, des Erfolgs und das ist im Endeffekt das Haus der Realisation durch die soziale Welt. Ihr bekommt die Möglichkeiten, in ein neues Kollektiv reinzukommen, in eine neue Gruppe, neue Freunde zu bekommen. Ihr bekommt wirklich die Möglichkeit, die wahren Gesichter zu erfahren oder erkennen, was eure Freundschaft angeht, was eure Kollegen angeht, was eure Umgebung angeht. Ihr bekommt die Möglichkeit, neue Beziehungen zu knüpfen, was Freundschaft angeht. Kann sein, dass jemand euch einlädt, eine Patefrau, Patemann zu werden. Oder ihr bekommt neue Briefe oder neue Mitteilungen. 11. Haus, das ist auch ein Haus von Ergebnissen. Man hat in etwas die Arbeit geleistet und jetzt ist die Zeit der Ernte. Das, in was du deine Kräfte eingelegt hast. Und natürlich, je nachdem, wohin du deine Kräfte investiert hast, dementsprechende Ereignisse warten auch auf dich. Entsprechende Ergebnisse. Für die Zwillinge besteht oder öffnet sich die Chance, neue Arbeit zu bekommen, zu finden, zu starten. Jetzt nicht direkt im April, sondern jetzt im April beginnt sich das alles zu formen, die Energien beginnen sich zu steuern und dann kommen die Ergebnisse. Neuer Weg im Leben kann sich öffnen oder offenbaren. Dann im Mai, im Juni, Juli, in der Zeit danach neue Projekte. Was kann bei euch noch kommen? Bei euch kann man sagen, mit 11. Haus ihr bekommt die Möglichkeit, die Tür oder die Türe in eure Zukunft, neue Türe werden sich öffnen. Und das wird dazu führen, dass die Zwillingsmenschen bekommen die Möglichkeit, danach anders zu denken, anders zu träumen, anders zu wünschen. Ja, das ist wirklich ein schönes Haus, um die Veränderung zu bekommen, was wirklich eure soziale Welt angeht. Die Freundschaft, die Freunde, die Gesellschaften. Das ist, wo wirklich die Prüfungen kommen, die Klarheiten kommen, die Chancen, die Möglichkeiten nicht verpassen, dranbleiben, dass wirklich diese neuen Wege sich öffnen können und manifestieren können. Krebs. Bei den Krebsgeborenen, das ist das 10. Haus. Das 10. Haus ist ein solides Haus. Ja? Hier handelt sich um Status, um Karriere. Um Autorität, um Selbstrealisation. Ja, das ist der Höhepunkt. Man sagt, 10. Haus, Medium Kühle, der Höhepunkt in deinem Horoskop oder in deinem Leben. Und für die Krebse, ihr bekommt wirklich die Möglichkeit, um stolz auf sich zu sein. Oder man wirklich eure Aufgabe in diese Richtung Gedanken zu machen während der Finsterniszeit. Auf was bist du stolz? In deinem Leben, in deinen Taten, in deinen Handlungen. Jemand ist stolz auf seine Partnerschaft. Der andere ist stolz auf alles, was er im Hause hat. Der nächste ist stolz auf die Familie, auf die Kinder, auf die Arbeit. Auf jeden Fall, wo hast du dich realisiert? Wo realisierst du dich in deinem Leben? Hier entdecke dich. Ja, das heißt, hier werde bewusst. Bewusst, dein Status kann sich verändern. Du kannst ein Upgrade bekommen, was dein Status angeht. Nutze das. Man kann sagen, diese Finsternis wird eine Veränderung oder
Wind der Veränderung in dein Leben reinbringen, was dein Status angeht. Es kann auch sein, zehntes Haus, dass du Immobilien, die Möglichkeiten bekommst, Immobilien zu erwerben oder zu verkaufen. Zehntes Haus, das sind auch die Eltern oder alle, die älter sind als du oder höher sind als du. Deswegen, es können in dieser Zeit oder ab dieser Zeit können die Beziehung zu deinem Chef oder Chefin irgendwie klären, Beziehung zu deinen Eltern, Beziehung zu den staatlichen Instituten und Organen, ja, zu den Machtinstituten, weil das alles im Endeffekt ist höher als wir selbst im Leben. Unsere Eltern, die Macht, das Machtsystem oder unsere Fortgesetzte. Für die Krebsgeborene, du sollst bewusst werden, was willst du werden? Was willst du sein in deinem Leben? Du bekommst wirklich die Möglichkeit, hier zu wachsen und deine Autorität zu erhöhen. Eine wichtige Zeit, eine wichtige Herausforderung, ja? Wenn jetzt die Zwillinge sollen wirklich eine Durchleuchtungsbrille bekommen, was Bekanntschaft und Freundschaft angeht, dann bei den Krebsgeborenen geht es wirklich um Autorität, um das, um die Stelle und Status im Leben, ja, um sich selbst im Endeffekt, um die Beziehung zu den Vorgesetzten, ja, das ist wirklich etwas anderes. Und deswegen nutze diese Möglichkeit, finde die Antworten auf diese Aufgaben. Löwe. Bei den Löwe Geborenen ist das neuntes Haus. Neuntes Haus, das sind die Reisen. Das ist der Umzug. Das ist die Arbeit oder Ausbildung im Ausland. Das hat immer etwas mit intellektueller Entwicklung zu tun. Deswegen für die Löwe Geborene überlege. Wo möchtest du dich noch fortbilden, weiter dich entwickeln oder vielleicht irgendwelche Prüfungen noch durchmachen? Überlege, welche neue Möglichkeiten möchtest du noch in deinem Leben nutzen, um zu wachsen, um dich zu entwickeln. Neuntes Haus, das sind auch Beziehung mit der Verwandtschaft von deinem Partner oder Partnerin. Das heißt, die Verwandte von deinem Partner oder Partnerin, das ist auch Beziehung zu dieser Verwandtschaft, ist neuntes Haus. Kläre hier, wenn hier irgendwelche Spannungen da sind oder wenn du hier etwas verbessern, verstärken möchtest oder etwas aufbauen möchtest, nutze diese Möglichkeit. Die verschiedene Zusammenwirkung mit Organisationen, Firmen, Community, Gesellschaften im Ausland. Neuntes Haus sind auch verschiedene juristische Prozesse. Und wenn du zum Beispiel in irgendwelchen Gerichtsangelegenheiten involviert bist, dann du bekommst die Möglichkeit hier Klarheit zu schaffen oder zu bekommen, etwas zu erfahren, etwas weiterzubringen oder vielleicht Gerichtsverfahren abschließen. Ja, das heißt, das ist dein Tätigkeitsfeld. Überlege, was es jetzt dein ist, was für dich in deinem Leben hier an den Möglichkeiten vorhanden ist. Beginne das zu nutzen. Mache in diese Richtung Pläne, Überlegungen, löse diese Aufgaben und nutze diese Rückenwind für deine intellektuelle Entwicklung, für dein intellektuelles Wachstum, für deine verschiedenen juristische und gerichtliche Angelegenheiten und für das Ausland, ja, und auch für deine Verwandtschaft. Jungfrau, bei euch ist die Sonnenfinsternis im achten Haus. Das achte Haus, das ist ein Haus der Transformation. Es ist wirklich ein Haus, was einiges verlangt an der Veränderung in dir selbst.
an deine Selbstständigkeit, an deine Verantwortung. Das heißt, hier werden geprüft verschiedene deine Ressourcen. Als Beispiel, wenn du zum Beispiel Geld bekommst von Staat, irgendwelche Alimenten oder irgendwelches Einkommen oder irgendwelche Steuer. Oder du bekommst irgendwas, oder du bekommst das Geld von deinem Partner, weil ihr etwas Gemeinsames habt. Das heißt, hier wird dir klar werden oder du kannst Klarheit schaffen, von was oder von wem bist du abhängig, ja? Von den Organisationen oder von den Menschen, von denen du Geld bekommst, du bist von diesen Menschen auf irgendwelche Art und Weise abhängig. Und das, was diese Quelle angeht, hier können die Veränderungen in deinem Leben auftauchen. Entweder im Positiven, dass du wirklich beginnst, etwas zu bekommen und mehr zu bekommen, oder umgekehrt, etwas wird beendet und wird nicht mehr bezahlt. Und diese neue Verteilung bei dir in deiner Familie beginnt dich auch zu transformieren, ja? Das heißt, dich zu verändern, deine Selbstständigkeit im Leben, deine Abhängigkeit. Du bekommst die Möglichkeiten, etwas zu kaufen. Du bekommst die Möglichkeiten, irgendwelche Projekte oder Businessprojekte zu starten. Und gerade hier, es kann Geld für deine Projekte von fremden Quellen kommen. Ja, das heißt, hier ist wirklich du und die verschiedenen Quellen, den Möglichkeiten oder den finanziellen Mitteln, die zu dir entweder fließen oder aufhören zu fließen oder umgekehrt sich erweitern und vergrößern. Dadurch kann auch Veränderung kommen, was deine Arbeit, deinen Job angeht. Nicht unbedingt eine neue Stelle, sondern was die finanziellen Mittel angeht. Oder wenn du selbst arbeitest, an einer Arbeitsstelle, wo du selbst verteilst die Mittel für die anderen Menschen, ja? Hier können die Veränderungen kommen. Achtes Haus, das sind auch ganz, ganz tiefe Gespräche. Das heißt, du bekommst die Möglichkeiten, auf die Menschen, mit Menschen zu kommunizieren, mit denen du wirklich in die Tiefe deine Seele, deine Persönlichkeit, deines Lebens eintauchen kannst, etwas Tiefes erfahren, etwas Tiefes in dir entdecken. Ja, das heißt, das ist diesen Schwerpunkt, das ist diese tiefe Transformation, die in deinem Leben wie eine neue Welle bekommen wird, was dich auch verändern wird. Im positiven Sinne. Ja, das ist alles, ob Mittel mehr oder weniger wird, das ist alles dient deiner Transformation, deiner Entwicklung. Bei Waage ist es ein siebtes Haus. Wieder Waage, ihr seid wirklich die Favoriten in diesem Jahr, auch letztes Jahr und noch das kommende Jahr. Wirklich eine herausfordernde Zeit für euch. Auch zu dem Thema Beziehung. Und hier das Thema Beziehung ist ja sowieso das Hauptthema des Lebens bei Waage. Ja, immer wieder abwägen. Und bei euch ist das siebte Haus. Das siebte Haus, das ist Partnerschaft auf allen Ebenen. Private Partnerschaft, soziale, auf der Arbeit und so weiter. Und eure Partnerschaft bekommt eine neue Ebene, ein Upgrade, eine Verbesserung. Neue Bekanntschaften sind möglich, neue Partnerschaften sind möglich. Oder bei eurem Partner kann die Lage sich verbessern und auf dich das positiv auswirken. Neue Freunde, neue Geschäftspartner oder vielleicht neue Verträge über eine neue Zusammenarbeit mit jemandem.
eine sehr, sehr gute Zeit für den Start von einer neuen Tätigkeit. Nur jetzt nicht in der Zeit von rückläufigem Merkur eine neue Tätigkeit starten, sondern wenn Merkur nicht mehr rückläufig ist, im Mai kannst du dann das richtig mit dem Start loslegen, besonders wenn diese Arbeit mit anderen Menschen zu tun hat. Oder es geht um deinen Klienten. Ja, das heißt, du produzierst etwas oder du verkaufst etwas und es kommt eine Möglichkeit, neue Klienten anzuziehen, neue Gruppen einzuladen. Dann, es können irgendwelche Verhandlungen kommen mit deinen Freunden, die dann auch auf dich auswirken werden. Bei deinen Kindern, wenn du Kinder hast, können auch Veränderungen vorkommen und diese ganze Veränderungen bei deinen Kindern kann auch dieser Freundeskreis bei dir verändern. Ja, das heißt, alles, was wirklich über deine Partnerschaft, über deine Kinder, über deine Eltern, über deine Bekannte, über deine Arbeit, überall, wo sich irgendetwas in der Beziehung oder Partnerschaften vorhanden ist, das kann sich irgendwie auffrischen, verändern, transformieren, korrigieren, ganz, ganz viele neue Möglichkeiten. Deswegen wirklich reinfühlen, reinspüren, sich erneuern auf ganz, ganz vielen Ebenen, was Partnerschaft in deinem Leben angeht. Skorpione, bei euch ist sechstes Haus. Das sechste Haus, das ist immer unsere Gesundheit. Das ist unser Wohlgefühl im Körper. Das ist unsere Arbeitsweise, unsere Lebensweise. Unser Tagesablauf, ja, das heißt, wie wir uns ernähren, wie wir schlafen, wie wir uns pflegen, unser Körper, alles, was damit zu tun hat, auch wie du arbeitest, dein Job, wie du arbeitest. Hier kann etwas sich verändern oder die Arbeitsbedingungen oder die Bezahlungsbedingungen. Hier werden geprüft bei dir auch deine Pflichten und deine Aufgabe zu Hause, in deiner Familie, auf deine Arbeit. Für die Skorpione ist es eine wichtige Zeit, über den eigenen Körper nachzudenken und zu pflegen, das eigene Leben, die Arbeit, wie man das alles schafft, wie man das alles meistert, was man vielleicht nicht mehr macht. Und findet für euch die Zeit für die Massage, für Besuch von zum Beispiel Zahnarzt oder für irgendwelche Vorsorgeuntersuchungen oder irgendwelche Analyse, zum Beispiel Blutanalyse, Haaranalyse. Schaut einfach, wie geht's eurem Körper, wie geht's eurer Seele. Wie geht's eurem ganzen Tagesablauf? Was soll vielleicht weniger gemacht werden? Was soll vielleicht mehr gemacht werden? Wie du das alles schön unter eine Regie bekommen kannst, so dass wirklich, dass du zufrieden bist, dass dein Körper zufrieden ist, deine Arbeit nicht leidet, deine Ergebnisse nicht zur Mangelschaft werden und so weiter. Ja, das ist das sechste Haus. Es soll dir einfach noch besser gehen als früher und alles, was in diese Richtung zu machen ist, sollst du überlegen, Entscheidungen treffen und dann loslegen. Schütze, bei euch ist das schöne fünfte Haus und das fünfte Haus, das ist an der ersten Stelle Haus der Freude, Flirt, neue Bekanntschaften, das sind auch die Kinder. Das sind die Veränderungen bei den Kindern, wenn die schon erwachsen sind. Das kann eine Schwangerschaft sein bei euch oder bei euren Kindern. Einfach die neue Ebene der Beziehung mit den Kindern. Das ist alles, was mit Kreativität zu tun hat. Ja, die Kinder gehören auch zu der Kreativität, grenzenlose Kreativität. Das fünfte Haus, das sind eure Talente. Das heißt, kann man sagen, die Schützegeborenen, ihr bekommt eure Aufgabe in diese Finsterniszeit, in diese Aprilzeit wirklich, entdecke deine Talente, entwickle deine Talente, deine Hobbys, bekomme deine neue Ideen. Du sollst in
entdecken und finden die neue Quellen für die Freude in deinem Leben. Vielleicht gehst du mehr spazieren oder gehst du tanzen oder du wirst eingeladen zu einem Konzert oder zu einem Geburtstag oder du entscheidest dich, in einen Verein reinzutreten. Auf jeden Fall das, was dir Freude macht, das, was dich entfaltet, das, was deine Kreativität fördert, alles, was in dir wirklich, in was du talentiert bist, was du magst zu machen, singen, stricken, tanzen, schreiben, erzählen, ich weiß es nicht, es kann alles Mögliche sein, Sport machen, das ist deine Aufgabe. Die Schützegeborene, entdecke die Quelle für die Freude und Freuden in deinem Leben und mache die Entscheidungen, melde dich an und beginne das zu leben. Ja, hier bekommst du die Möglichkeiten, hier wirst du geprüft, ob du das wirklich gemacht hast, und hier wird sich einiges dadurch in deinem Leben verändern. Steinböcke. Bei den Steinböcken ist Sonnenfinsternis im vierten Haus. Das vierte Haus, das hat wirklich etwas mit Haus zu tun, mit dem Haus oder Wohnung, wo man wohnt, was Territorium angeht, das Land angeht, Ort angeht, im Endeffekt der Platz, wo du wohnst. Ja? Land, Territorium, Wohnung, Haus und so weiter. Und hier sollen die Steinbock-Geborenen wirklich eure Aufgabe, bei dieser Finsternis Gedanken zu machen, wo möchtest du leben? Wo möchtest du wohnen? Wo möchtest du leben? In welchem Haus? In welchem Land? Auf welchem Territorium oder in welcher Stadt, in welche Umgebung. Ja, das heißt, wirklich hier sehr, sehr gut überlegen, wie möchtest du, dass deine Wohnung aussieht, dein Haus, mit Garten, ohne Garten, was soll alles drin sein, was soll alles drumherum sein, wo soll diese Wohnung, dieses Haus sein, welche Nachbarschaft, an welchem Territorium. Hier soll eine Klarheit, hier soll eine Entscheidung getroffen werden. Das ist ganz wichtig für euch. Hier bekommst du Matrix- oder Manifestationsenergie und dann auch Rückenwirkung und auch Segen von Kosmos. Dann die Gedanken, was die Familie angeht, was deine Verwandtschaft angeht, was deine Eltern angeht. Man kann sagen, das vierte Haus, das ist auch die Linie deiner Mutter. Wo ist deine Mutter, wenn sie noch lebt? Was ist die Beziehung mit ihr? Was soll hier verbessert werden? Was soll hier vielleicht an der Betreuung, an der Pflege verbessert werden? Dann, wie möchtest du dein Leben organisieren? Ja, das heißt, dein Leben organisieren ist jetzt nicht gemeint, nur deine Arbeit. Ja, die Steinböcke sind ständig bei der Arbeit. Hier ist wichtig, wie kriegst du unter einem Dach oder Hut deine Familie, deine Kinder, deine Partnerschaft, dein Hobby, dein Vergnügen, deine Freizeit und deine Arbeit. Ja, das heißt, wichtig ist hier wirklich deine Familie, Partner, Kinder, Eltern. Wenn du keine Familie hast, dann wie möchtest du die haben? Und hier soll man Gedanken machen und wirklich Entscheidungen treffen, wie du das alles harmonisch verteilst, sodass deine Kinder, wenn du hast, genügend Zeit bekommen, dein Partner oder Partnerin auch genügend hier Zeit von dir und Aufmerksamkeit bekommt, deine Arbeit auch ja nicht leidet oder das andere. Auf jeden Fall alles hier sehr, sehr gut überlegen, dass nichts in einen Nachteil kommt und bleibt, dass alles für dich wirklich harmonisch und in ein Gleichgewicht kommt, so dass du zum Schluss sehr zufrieden bist, dass du dann kein schlechtes Gewissen hast und dass du bereust, dass du etwas zu wenig oder zu viel gemacht hast, dass du etwas verpasst hast und dass jetzt die Zeit oder die Möglichkeiten sind weg oder die Kinder sind groß geworden oder die Arbeit kann man nicht mehr nachholen und so weiter. Ja, Wassermann.
Wassermann geborene, bei euch Sonnenfinsternis findet in eurem dritten Haus statt. Das dritte Haus, das sind neue Wege und neue Möglichkeiten für Kommunikation, für die Arbeit, für die Ausbildung. Das ist auch eine Arbeit mit Information. Das ist auch eine Vermittlertätigkeit. Das sind die verschiedenen Kurse. Zum Beispiel, vielleicht machst du Fremdsprachkurs. Vielleicht machst du Fahrschule. Vielleicht überlegst du, was du noch sehr, sehr gerne lernen möchtest. Wichtig für euch, für dich im dritten Haus, du sollst nicht zu weit suchen. In irgendwelchen weiten Ländern oder auf irgendwelchen weiter Insel oder irgendwelche ganz weite Beschäftigung. Bei dir ist jetzt die Aufgabe, schau, wo du lebst, wo du wohnst, was ist in deiner näheren Umgebung an den Möglichkeiten für deine Entwicklung, Fortbildung, Entdeckungen und so weiter. Vielleicht neue Menschen, neue Kurse, ja? Suche nicht so weit, das ist alles da. Oder was zu dritten Haus noch gehört, vielleicht möchtest du etwas verändern, mit was du dich bewegst, zum Beispiel dein Auto, du möchtest vielleicht ein anderes Auto kaufen. Ja, das sind wirklich hier schöne Zeit, um hier Gedanken zu machen. Das dritte Haus, das sind auch verschiedene Reorganisation oder Ordnung in Ordnung bringen von deinen Dokumenten und Papieren. Wenn hier irgendwelche Bedarf ist oder wenn du hier wirklich an einer Phase bist, wo du bewusst bist, bestimmte deine Dokumente und deine Papiere brauchen eine Ordnung oder eine Umformung oder es soll etwas nachgeholt werden, bestimmte Verträge, bestimmte Vereinbarungen, bestimmte Versicherungen. Ja, das ist auch für dich die Möglichkeit, die Zeit hier Gedanken zu machen, was Papierwelt, Dokumentenwelt in deinem Leben angeht, was für dich wichtig ist und was weniger wichtig ist. Ja, das ist für Wassermann Geborene. Und die Fische. Jetzt als Abschluss Sternzeichen im Zodiac, Tierkreis, bei euch Sonnenfinsternis findet in eurem zweiten Haus statt. Und das zweite Haus, das ist das Haus der Finanzen, des Geldes und des Selbstwertes. Das heißt, entweder du wirst belohnt für das, was du früher geleistet hast, oder du bekommst neue finanzielle Möglichkeiten, oder du machst dir einfach Gedanken über deine finanzielle Quellen, oder wo kannst du noch neue Finanzen bekommen? Vielleicht gibt es in deinem Leben Möglichkeiten, neue Quellen zu entdecken oder passives Einkommen zu entdecken. Auf jeden Fall das, was Finanzen angeht, die neuen Quellen, die alten überprüfen, die Ernte nachholen, wo du etwas schon geleistet hast. Das heißt, oder vielleicht auch, du kannst dich beschäftigen mit Finanzen von deinem Partner oder Partnerin. Dort kann sich etwas optimieren, verändern, verbessern. Auf jeden Fall Finanzen, ja, das Thema Finanzen. Das ist die Aufgabe bei dieser Sonnenfinsternis April. Der Anfang, der Start oder der Durchbruch, was deine Finanzen angeht. Dann dein Selbstwert. Es ist die Zeit, dass du wirklich bewusst wirst, wie wichtig, wie wertvoll du bist, wie großartig du bist, wie toll du bist. Du bist es wert, geliebt zu sein, anerkannt zu sein, Verdienste zu bekommen. Du sollst selbstsicherer werden. Deswegen überlege, was du alles im Leben schon gemacht hast, was du alles im Leben schon geschafft hast. Ehre das, bejahe das, bedanke dich dafür. Das hast du alles gemacht,
verdient, geleistet und du bist es wert, dass du anerkannt wirst. Und an der ersten Stelle anerkenne dich selbst. Verliebe dich in dich selbst. Und wenn das geschieht, das ist das Interessante, wenn du deinen Selbstwert entdeckst, in allen Kleinigkeiten, in allen mittleren und großen Dingen und Sachen, wenn dein Selbstwert sich jetzt erhöhen wird, in dieser Zeit, wenn dir bewusst wird, wie toll, wichtig und wertvoll du bist, das wird in deiner Umgebung dazu führen, dass gerade Reichtum und finanzielle Mittel und alles, was dich stärker und reicher macht, noch verstärkt wird und sich vermehren wird. Ja, so arbeitet es. Zuerst glaube an sich selbst, anerkennen von sich selbst, verlieben in sich selbst und in alles, was man leistet, tut und gemacht hat. Und dann du wirst wirklich ein Update, ein Upgrade bekommen in deinem Leben, damit deine Finanzen wirklich anerkannt werden, zu dir fließen, neue Quellen sich zeigen, passives Einkommen kann sich melden, bei deinem Partner verbessert sich etwas, bei deinen anderen Familienangehörigen verbessert sich etwas und das alles drumherum bekommt eine neue Qualität des Lebens und das alles fließt noch einmal und erhöht dich weiter. Ja? Das ist wirklich etwas ganz, ganz Tolles, was mit der Selbstsicherheit zu tun hat, mit einer Verantwortung für sich selbst zu tun hat, mit dem Glauben an sich selbst. So, das sind die Aufgaben, die Möglichkeiten für alle Sternzeichen. Ich habe mich jetzt bemüht, das wirklich kurz, aber doch konkret und mit vielen Chancen und Möglichkeiten dir oder euch zu geben. Nutze diese Zeit, die ist wichtig, die ist langfristig, ja, das heißt, wir alle Menschen bekommen jetzt die Möglichkeit, dass diese Zeit nennt man wirklich Sternenmysterium oder kosmisches Mysterium für Transformation, für Upgrade in unserem Leben, für die neuen Wege, für den neuen Durchbruch auf den verschiedenen Ebenen, bei jedem Seins. Du kannst natürlich sehr, sehr gerne anhören die Aufgaben und die Themen für dein Aszendent und für das Sternzeichen, wo dein Mond sich befindet. Und damit bekommst du schon die Bereiche, die bei dir im Leben jetzt wichtig, besonders wichtig sind, die eine Unterstützung bekommen werden, die auch geprüft werden. Wo du noch weiterhin in diesem Jahr Korrekturen bekommen wirst, Nachhilfe bekommen wirst, wo wiederum beleuchtet wird und wo es dann sich mehr und mehr manifestiert. Wie gesagt, im Frühling nächstes Jahres wird es wirklich wie ein festgelegter Weg und Straße für deine weitere Entwicklung sein. Und gestartet wird das alles jetzt am 8. April 2024, bekommt noch einige Formen, Kraft, Intensität, Geschwindigkeit, Maßstab, Fläche, ein paar Prüfungen danach und dann geht es richtig los in deinem Leben. Übernehme die Verantwortung, nehme dich an, verliebe dich in dich selbst, handle. Erwarte nicht, dass jemand für dich etwas macht. Das ist jetzt deine Zeit. Ja, wir haben Sonnenfinsternis im Zeichen Widder. Das geht um dich, um deine Persönlichkeit und um deine Beziehungen in deinem Leben. Bei jedem ein bisschen mit anderer Seite oder Schwerpunkt. Alles Liebe, alles Gute, herzlichen Dank. Ich freue mich und bedanke mich immer für eure Likes, für das Abonnieren von unserem YouTube-Kanal, für deine Fragen, für dein Feedback. Dankeschön, alles Liebe, bis zum nächsten Mal.